Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie heute hier ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz des Bistums Mainz im Erbacher Hof und natürlich auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die über den Livestream des Bistums Mainz mit uns verbunden sind. Es gibt auch einen Livestream der Allgemeinen Zeitung hier aus Mainz und auch eine Sondersendung des Südwestrundfunks. Am vergangenen Freitag hat der Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber zusammen mit Johannes Baumeister den unabhängigen Aufarbeitungsbericht für das Bistum Mainz vorgestellt, der auch auf der Seite seiner Kanzlei online verfügbar ist. Auch die Bistumsleitung hat diese unabhängige Studie erst am vergangenen Freitag erhalten und nachdem Bischof Kohlgraf, Weihbischof Benz und die Bevollmächtigte Stefanie Ried die über 1100 Seiten in den vergangenen Tagen gelesen haben, äußert sich heute die Bistumsleitung zur EVV-Studie und beantwortet auch gerne Ihre Fragen. Zum Ablauf der Pressekonferenz, wir machen es jetzt so, dass es zunächst drei Statements gibt, Bischof Kohlgraf, danach Weihbischof und Generalvikar Dr. Udo Markus Benz und anschließend die Bevollmächtigte des Generalvikars, Ordinariatsdirektorin Stefanie Ried, die im Ordinariat unter anderem die Bereiche Intervention, Aufarbeitung und Prävention verantwortet. Nach den drei Statements schließt sich unsere Fragerunde an. Meine Kollegen kommen dann mit einem Mikrofon zu Ihnen, damit auch alle Leute im Livestream und in der Sondersendung die Fragen verstehen können. Und nach der Fragerunde besteht dann für die elektronischen Medien auch noch die Möglichkeit zu Einzelinterviews. So viel zur Vorrede. Herr Bischof Kohlgraf, Sie haben das Wort. Verehrte Damen und Herren, in den vergangenen Tagen habe ich die über 1000 Seiten der Studie zum Missbrauch an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenenschutzbefohlenen im Bistum Mainz seit 1945 gelesen. Die Rechtsanwalt Ulrich Weber, Johannes Baumeister und das Team erstellt haben. Hauptsächliche Grundlage dieser Studie sind Gespräche mit Missbrauchsbetroffenen und Menschen, die etwas wissen und bereit waren, ihr Wissen mitzuteilen. Mehrfach waren die Schilderungen für mich als Christ und Mensch zutiefst erschreckend. Nach der Lektüre ist mir zunächst eines besonders wichtig. Ich will heute eine andere Kirche gestalten. Und diesen Wunsch nehme ich bei vielen Gläubigen ebenfalls wahr. Es gibt ein systemisches Versagen. Fehlende Verantwortungsübernahme hat Missbrauch begünstigt. Es fällt mir nicht immer leicht, für eine derartige Gestalt von Kirche, die keineswegs überwunden ist, Verantwortung zu übernehmen. Und dennoch will ich diese Verantwortung tragen. Denn ich glaube an die Kraft des Evangeliums, das die Kirche verkünden soll und immer auch verkündet hat. Das Auseinanderfallen von Botschaft und Lebensweise ist bis heute das Hauptproblem, das Jesus in seiner Botschaft schon deutlich beim Namen nennt. Manchmal höre ich jetzt das Argument, so seien einfach damals die Zeiten gewesen. Allerdings hätte ein ernst gemeinter Blick ins Evangelium genügt, um das eigene Verhalten in Frage zu stellen. Allein, dass man vertuschen wollte, zeigt, dass das Wissen um Unrecht vorhanden war, aber nicht angemessen gehandelt wurde. Ich will eine Kirche mitgestalten und für sie Verantwortung tragen, die Glauben, Bekenntnis und Leben in Übereinstimmung bringt, die dies zumindest versucht. Natürlich beschäftigt mich als Bischof von Mainz die Rolle meiner Vorgänger im Bischofsamt. Kardinal Hermann Volk erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, noch mehr Kardinal Karl Lehmann. Menschen sprechen von ihm als moralische Lichtgestalt und erfahren jetzt wie ich, dass es auch eine andere Seite seiner Amtsführung gab, besonders im Hinblick auf den Umgang mit vom Missbrauch Betroffenen. Kardinal Lehmann hat mich zum Bischof geweiht. Das war für mich eine Auszeichnung und ein Ausdruck der Kontinuität zwischen ihm und mir.
Ich habe Berichte in der Studie gelesen, die diesen Gedanken für mich jetzt schwierig machen. Er verkörpert im Umgang mit Missbrauchsbetroffenen eine Kirche, die abgrenzt und sich ihrer Verantwortung nicht stellt. Er bezweifelt wiederholt die systemische Verantwortung der Kirche und des Bistums für Missbrauchstaten. Rechtsanwalt Weber stellt gerade dies heraus. Noch nach 2010 spricht er sich offen gegen die damals bereits beschlossenen Maßnahmen der Deutschen Bischofskonferenz aus. Ich erschrecke, wenn ich davon lese, dass ein Bischof, der immer wieder ein menschenfreundliches Gesicht gezeigt hat, in der Begegnung mit Betroffenen sexualisierter Gewalt eine unglaubliche Härte und Abweisung zeigt. Ich lese jedoch nicht nur vom Versagen der Verantwortlichen des Bistums. Gemeinden haben ihre Priester auf ein Podest gehoben, das sie unangreifbar macht. Es konnte nicht geschehen sein, was nicht sein durfte. Das Verhalten von Familien ist teilweise unvorstellbar. Den eigenen Kindern wurde teils nicht geglaubt, weil man die Autorität des Priesters nicht antasten wollte. Bestimmte Richtungen der Theologie haben ein Priesterbild gefördert, das den heiligen Mann jeder Kritik enthob. Priester spielten in der Gesellschaft eine Rolle, die sie zu unangreifbaren Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens machte. Eine solche Kirche will ich nicht mehr. Und viele Menschen ebenfalls nicht. Ich habe schreckliche Tatschilderungen gelesen. Solche Taten sind für mich im Grunde im Namen des Evangeliums unvorstellbar. Und doch sind sie geschehen. Ich finde es geradezu unaussprechlich widerwärtig, wenn derartige Verbrechen von Tätern religiös begründet werden. Damit wird im kirchlichen Kontext Glauben zerstört. Ein Glaube an einen Gott, der Leben schenkt und die Kleinen groß machen will, wird zerstört. Ich will eine andere Kirche. Und diese können wir nur gemeinsam gestalten. Der Glaube an Gott darf nie dazu herhalten, Menschen zu erniedrigen oder sie zum Instrument für eigene Bedürfnisse zu machen. In der Studie kommt wiederholt ein Thema vor, dessen Ausmaße wir erst langsam begreifen. Die schrecklichen Folgen des Missbrauchs geistlicher Autorität, die auch in sexueller Gewalt münden kann. In der Deutschen Bischofskonferenz sind wir erste Schritte gegangen, diese Zusammenhänge anzuschauen und zu bearbeiten. Es ist eine besondere Stärke der EVV-Studie, dass wir nicht nur eine reine Aktenstudie vor uns haben, sondern dass Rechtsanwalt Weber zahlreiche Gespräche mit Betroffenen und Wissensträgern aus dem Bistum geführt hat. Sein interdisziplinärer Ansatz ist ein großer Gewinn, der eine wichtige Grundlage für die weitere Aufarbeitung im Bistum sein wird. Denn der Abschlussbericht von Herrn Weber ist nicht das Ende der Aufarbeitung im Bistum Mainz. Er ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg der Aufarbeitung, der weitergeht. Ich möchte heute Ulrich Weber und seinem Team für diese viele Arbeit danken, die sie mit der Erstellung dieser Studie auf sich genommen haben. Den Betroffenen und denen, die ihr Wissen in die Studie eingebracht haben, kann ich nur nochmals meinen Dank und meinen Respekt zollen. Dazu gehörte viel Mut und das Vertrauen, dass sie ernst genommen werden. Ich bin dankbar dafür, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das Sprechen über sexualisierte Gewalt soll kein Tabu mehr in der Kirche sein. Wir wollen aus dem Versagen der Vergangenheit lernen. Mit großem Einsatz engagieren sich im Bistum zahlreiche Haupt- und Ehrenamtliche dafür, dass Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden. Wir tun in diesem Bereich mit hohen Standards alles, um Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu verhindern. Es ist ein Kulturwandel, der seit einigen Jahren im Bistum Mainz stattfindet. Und dieser Weg ist unumkehrbar. Die Zahl von 20.000 Haupt- und Ehrenamtlichen, die bei uns bereits eine Präventionsschulung absolviert haben, gibt einen Eindruck davon, dass dieser Wandel das ganze Bistum betrifft und nicht allein die Bistumsleitung oder das bischöfliche Ordinariat. Papst Franziskus hat vor einigen Wochen in einem Interview den Wert von Kritik auch an seiner eigenen Person hervorgehoben. Er sagt, Kritik hilft zu wachsen und Dinge zu verbessern.
Das kann ich mit Blick auf das Thema Missbrauch auch für die Kirche und unser Bistum sagen. Aber es darf nicht eine statische Kritik sein, die keinerlei Veränderung und Entwicklung wahrnimmt oder wahrnehmen will. Ich lade dazu ein, den grundlegenden Wandel in dieser Frage zur Kenntnis zu nehmen. Gewiss brauchen wir einen langen Atem auf diesem Weg. Und ich habe auch die Hoffnung, dass unsere Bemühungen in der Kirche einen Beitrag dazu leisten, den Umgang mit Missbrauch und Betroffenen in anderen gesellschaftlichen Bereichen voranzubringen. Als Kirche sind wir zurzeit in einer tiefen Krise aus vielfältigen Gründen. Aber die Geschichte zeigt, dass sich die Kirche stets weiterentwickelt hat. In dieser Zuversicht treiben wir im Bistum die Aufarbeitung voran. Und in dieser Zuversicht werde ich auch morgen zum synodalen Weg fahren, dessen letzte Sitzung in Frankfurt beginnt. Die Missbrauchsthematik und vor allem die sogenannte MHG-Studie aus dem Jahr 2018 sind Ausgangspunkt für dieses neue Miteinander von Laien und Bischöfen in Deutschland, das wir uns auch im Bistum Mainz zu eigen machen. In unserem Bistum fangen wir nicht bei Null an. Dennoch gibt es den Bedarf einer Weiterentwicklung synodaler Strukturen und eines Miteinanders bei uns. Es gibt, wie Sie wahrnehmen, Widerstände gegen eine derartige Kulturveränderung der Kirche, auch von Seiten Roms, aber nicht nur von dort. Dennoch scheint mir der Prozess einer Veränderung unumkehrbar zu sein. Die Studie spricht es deutlich an. Missbrauch ist immer verbunden mit Machtausübung, einer bestimmten Sexualmoral und dem kirchlichen Umgang mit ihr, mit männerbündischen Netzen und auch der priesterlichen Lebensform und deren Selbstverständnis, unbeschadet der Tatsache, dass es nicht nur Missbrauchstäter aus dem Priesterstand gab und gibt. Papst Franziskus will eine synodale Kirche, eine Kirche, die Menschen einbindet in Beratungen und Entscheidungen. Wenn wir das ernst nehmen, wird dies die kirchliche Kultur entscheidend verändern. Zu oft lese ich in der Studie von einsamen, nicht kommunizierten Vorgängen. Das war die Folge eines bestimmten Kirchenverständnisses. Dieses Bild von Kirche will ich und müssen wir verändern. Dass es nicht um Belanglosigkeiten geht, merken wir alle an den Reaktionen auf diese ersten Schritte, die die Kirche nicht nur in Deutschland, sondern weltweit geht. Haben Sie vielen Dank, Herr Bischof Kohlgraf. Herr Weihbischof Benz, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird im Bistum viel mehr gewusst, als wir wissen. Das war 2019 meine Überzeugung, als wir die EVV-Studie initiierten. Neu in der Verantwortung des Generalvikars war ich zum ersten Mal mit den Strafakten konfrontiert. Es gab die ersten Gespräche mit Betroffenen, es gab die ersten Gespräche mit Beschuldigten. Ich musste mehr wissen. Heute weiß ich durch die Studie tatsächlich viel mehr. Ich weiß mehr, als ich durch meine eigene Akteneinsicht erkennen konnte. Und ich bin bestätigt worden. Allerdings in einem erschreckenden Maße. Die letzten Tage habe ich viele Stunden gelesen, Seite für Seite. Das hat mich aufgewühlt. Das an den Tag kommende Leid, die widerfahrene Ungerechtigkeit, das gefährlich fahrlässige Handeln. Es ist schwer erträglich. Und der gebündelte Blick auf das Seite für Seite, was geschehen ist, was unterlassen wurde, in dem Ausmaß hätte ich es nicht für möglich gehalten. Wir wissen jetzt mehr, als wir bisher wussten. Vor allen Dingen, wie tief der Graben zwischen öffentlicher Rede und internem Handeln über weite Strecken war. Etliche Menschen haben mir in den vergangenen Tagen mit Traurigkeit, andere mit Wut, im Blick auf Kardinal Lehmann gesagt, ein Bild von ihm ist zerbrochen. Mir geht es ähnlich. Mich treiben Fragen um.
Wie geht das zusammen? Seine Empathie für Menschen, die ihm von ihrem oft auch gerade kirchlich verursachten Leid erzählten. Andererseits aber die Abwehr, sich dem Leid der Betroffenen sexualisierter Gewalt persönlich zu stellen. Wie geht das zusammen? Seine scharfsinnige Analyse, wie theologische Denkmuster und institutionelle Verkrustungen den Menschen Leid zufügen, sein unbeugsames Engagement, Kirche zu Veränderungen anzutreiben. Andererseits aber, ausgerechnet zu sexualisierter Gewalt in der Kirche, systemische Ursachen in Abrede zu stellen. Wie geht es zusammen? Ich weiß, dass ihn in seinem theologischen Denken eine sündige Kirche umgetrieben hat. Und deshalb frage ich mich, gerade deshalb frage ich mich, warum hat er nicht anders gehandelt? Ich habe das Gefühl, als hätte ich nur noch Splitter der Wirklichkeit in der Hand. Ich kann sie jetzt auch momentan nicht zusammenfügen. Vielen ergeht es ähnlich, die mit mir darüber sprechen. Und ich weiß, wir werden gemeinsam um eine angemessene Erinnerungskultur, und zwar der ganzen Wirklichkeit dieses Wirkens, ringen müssen. Und das gilt auch für die anderen Bischöfe und Verantwortungsträger. Auch über sie wurde verborgenes Wissen gehoben. Die Studie dokumentiert, ja, es gab Entwicklungen. Aber Veränderungen geschahen viel zu langsam. Ganz lange handelte man nur aufgrund von äußerem Druck. Man hat erst dann etwas verändert, als es gar nicht mehr anders ging. Die Studie führt uns vor Augen, es brauchte diesen Druck von außen. Die Studie schreibt uns aber auch ins Stammbuch, Druck alleine reicht nicht für nachhaltige Veränderungen. Es braucht eine innere Überzeugung, eine gute Unterscheidung im Geist des Evangeliums, vor allem aber einen klaren Willen, sich als Kirche unterwegs und deshalb als eine lernende Institution zu begreifen auf allen Ebenen. Man muss es halt auch wollen. Die Zeugnisse der Betroffenen haben eine enorme Wucht. Danke für Ihren Mut. Das ist eine der Stärken dieser Studien. So viel Raum für die Zeugnisse der Betroffenen. Und damit löst die Studie ein, was ihr Auftrag war, Öffentlichkeit herzustellen. Öffentlichkeit über das, was man bisher nicht wahrhaben wollte. Das verborgene Wissen derer zu heben, die bisher keine Chance oder nicht den Mut hatten zu reden. Und jetzt liegt ein neues Bild der Wirklichkeit vor uns. Das Sprechen der Betroffenen. Das gehobene Wissen des Umfeldes und die ungeschönte Analyse der Akten und der internen Abläufe. Die zeichnen dieses neue Bild der Wirklichkeit. Und dahinter können wir nicht mehr zurück. Und zwar weder die Verantwortungsträger noch die Menschen in unseren Gemeinden und Einrichtungen. Es braucht noch viel Anstrengung, die Aufarbeitung im Bistum Mainz weiter voranzubringen und weitere Konsequenzen daraus zu ziehen. Und dafür bin ich angetreten als Generalvikar für eine lernende Kirche. Für Professionalisierung, für Good Governance. Und das fordert auch die Studie. Ich nehme da sehr ernst, welche Organisationsmängel in den Darlegungen von Weber und Baumeister, vor allen Dingen auch im 5. Kapitel, benannt werden und was sie uns mitgeben für die weitere Organisationsentwicklung.
Wir haben jetzt schon zusätzliche Fachkräfte eingestellt, um die komplexen Prozesse auf allen Gebieten unseres kirchlichen Handelns neu aufeinander abzustimmen und weiterzuentwickeln. Weber und Baumeister haben die schon umgesetzten Ergebnisse unserer lernenden Organisation dokumentiert. Die unabhängige Expertise wird konsequent in allen Phasen des Interventionsgeschehens eingebunden. Melde- und Verfahrenswege sind klar und transparent geregelt. Die geschaffenen Rahmenbedingungen unterstützen die Betroffenen in diesem sensiblen Moment, in dieser sensiblen Situation, sich zu melden. Hier mussten wir auch personelle Änderungen vornehmen und sind mittlerweile neu aufgestellt. Die alten exklusiven Entscheidungszirkel auf der Ebene der Bistumsleitung wurden aufgebrochen. Unter anderem mit einem Beraterstab, mit der Schaffung einer multiperspektivischen Personalkonferenz. Vor allem aber ist auch das neue Amt der Bevollmächtigten des Generalvikars eine sehr wirkungsvolle Konsequenz dieses Lernprozesses. Intervention und Aufarbeitung bleiben weiterhin Chefsache. Macht und Verantwortung werden geteilt, aber dennoch gemeinsam wahrgenommen. Die von Weber sogenannten Phasen Lehmann II und Lehmann III haben gezeigt, dass eine Aufteilung in eine repräsentative politische und in eine operative Verantwortung dann verhängnisvoll sein kann, wenn Entscheidungen nicht wirklich gemeinsam verantwortet werden. Und dazu, so sehe ich es, nimmt uns die EVV-Studie in die Pflicht. Keiner soll künftig sagen können, er habe Verantwortung wegdelegiert. Jeder hat seinen Part der Verantwortung wahrzunehmen und einzubringen. Um das sicherzustellen, braucht es nicht nur veränderte Strukturen. Die besten Verfahren nutzen uns wenig, wenn die beteiligten Akteure nicht auch mit adäquaten Haltungen agieren. Daher braucht es vor allem für Führungskräfte eine angemessene Kommunikation. Sensible Abwägungen zwischen standardisierenden Verfahren und notwendigen individuellen Lösungen. Die Bereitschaft, Rechenschaft zu geben über das eigene Handeln. Sensibilität für Compliance in allen Bereichen. Mut zur Initiative und zur Eigenverantwortung. Und Sensibilität, systemische Zusammenhänge zu erkennen und sie auch zur Sprache zu bringen, auch gegenüber Vorgesetzten. Und dafür setze ich mich ein, auch in Zukunft. Und weitere Aspekte kommen hinzu. Wir arbeiten in allen Bereichen ein alle Bereiche umfassendes institutionelles Schutzkonzept. Und derzeit läuft auch ein umfangreiches Qualifizierungsprogramm für unsere Führungs- und Leitungskräfte und Verantwortung. Mehr als 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden darin derzeit geschult. Das sind wichtige Bausteine einer Qualitätssicherung kirchlichen Handelns. Diese Lernschritte aus der schmerzhaften Erfahrung kirchlichen Versagens dürfen nicht auf das Segment Prävention und Intervention begrenzt bleiben. Es ist ein Trugschluss zu meinen, eine neue Kultur allein in diesem Bereich schaffe Glaubwürdigkeit für das Ganze. Eine kirchliche Führungskultur, die dem Anspruch unserer eigenen Verkündigung und unseren Überzeugungen aus dem Evangelium standhält, betrifft das ganze kirchliche Leben. Eine glaubwürdige Kirche muss nicht nur glaubwürdig handeln, eine glaubwürdige Kirche muss glaubwürdig organisiert sein. Die Studie bestärkt mich in dieser Überzeugung.
Es braucht eine Qualitätssicherung unserer Seelsorge, damit wir in guter und verlässlicher Weise nah bei den Menschen sein können. Es ist an vielen Stellen immer noch nicht selbstverständlich, sich so als lernende Kirche zu begreifen. Ich habe auch Widerstand, Gleichgültigkeit, Skepsis zu diesen Lernschritten erlebt. Es gibt aber bei uns zu einem ganz großen Teil engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Weg aktiv und mit viel über das normale Maß hinausgehendem Engagement unterstützen. Und so, das zeigt die Studie, wie es nie nur einzelne Verantwortungsträger sind, die ein System zerrütten, so sind es nie nur einzelne wenige Verantwortungsträger, die eine Organisation weiterentwickeln. Und deswegen ist es mir ein ausdrückliches Anliegen, hier auch allen zu danken, die mit uns den Karren aus dem Schlamm ziehen. Bei allen immer noch vorhandenen Unzulänglichkeiten und Optimierungsmöglichkeiten erlebe ich aber, wie viele wir sind, um unserem Bistum gemeinsam eine bessere Zukunft zu geben. Glaubwürdigkeit kann man nicht machen. Sie wird einem geschenkt. Neues Vertrauen kann man nicht einfordern. Es muss wachsen. Aber man kann dafür den Boden bereiten. Und dafür will ich mich weiterhin mit allen Kräften einsetzen. Danke. Haben Sie vielen Dank, Herr Weihbischof Benz. Frau Ried, Ihr Statement bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, zuallererst möchte auch ich mich bei den vielen Betroffenen von sexualisierter Gewalt bedanken, die den Mut hatten, von ihrer Geschichte zu erzählen. Ohne sie gäbe es diese Studie nicht. Ich bin durch meine tägliche Arbeit mit vielen Inhalten, die in die Studie Eingang gefunden haben, vertraut. Die Erlebnisse von Betroffenen jedoch in dieser Dichte und Brutalität lesen zu müssen, hat mich bestürzt. Wir haben schonungslos erfahren und erkennen an, da ist in zweifacher Weise Unrecht geschehen, das zum Himmel schreit. Durch den Missbrauch, den Betroffene erleben mussten und durch die Art und Weise, in der damit umgegangen wurde. Ich kann nur erahnen, wie sehr die Erinnerung und die Schilderung der Vorgänge für viele Betroffene nach wie vor mit schwersten Belastungen verbunden ist. Es bleibt der Missbrauch und der Umgang damit als furchtbares Verbrechen Einzelner, aber zugleich auch als Versagen der Institution. Bei der Aufarbeitung dieses Verbrechens wird es unumgänglich sein, dass wir in der Kirche mehr und mehr lernen, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Kein Mensch gehört auf ein Podest. Kein Priester, keine Amtsträgerin, kein Mitarbeiter, kein Bischof. Die Überhöhung von Menschen hat wesentlich dazu beigetragen, dass Missbrauch in diesem Ausmaß möglich war. Das haben die Autoren der Studie in der systemischen Auswertung überzeugend dargelegt. Die EVV-Studie zeigt uns klar und deutlich, wo unsere weiteren Aufgaben im Bereich von Intervention, Aufarbeitung und Prävention liegen. Dafür habe ich als Bevollmächtigte des Generalvikars Verantwortung übernommen und trage diese gemeinsam mit dem Generalvikar und dem Bischof. Und ich bin mir der besonderen Aufgabe bewusst, dass ich als nicht geweihte Person, als Frau in der Bistumsleitung, eine Perspektive einbringe, die den bisherigen rein innerklerikalen Umgang mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs durchbricht.
Wie können und müssen wir nun weitergehen? Wie weiterarbeiten mit den Ergebnissen der Studie? Der Generalvikar hat es eben erwähnt, Governance ist ein entscheidendes Thema. Wenn wir das, was in der Vergangenheit geschehen ist, in Zukunft verhindern wollen. Wir müssen größte Sorgfalt darauf verwenden, in den Bereichen von Organisation, Führung und Kontrolle unserer Institution nachhaltige Konzepte zu entwickeln oder unsere schon bestehenden Konzepte in der Intervention und in der Prävention, aber auch darüber hinaus immer weiter zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Der Bischof hat es gesagt, wir fangen nicht bei Null an. Und zugleich sind wir noch lange nicht am Ende. Wir dürfen nie an ein Ende kommen. Und, das hat die Studie gezeigt, wir haben einige Dilemmata zu berücksichtigen und auszuhalten, die ich aus meinem tagtäglichen Tun sehr gut kenne und für die es keine einfachen Lösungen gibt. Und wir sind uns bewusst, dass diese Dilemmata immer auch Kritik auslösen. Wir wollen mit Betroffenen in einem zuverlässigen Kontakt bleiben. Unsere Aufgabe dabei ist, wie gelingt es uns, in der Spannung zwischen individuellem Bedarf und der notwendigen Standardisierung dem bzw. der Einzelnen gerecht zu werden? Wie können wir Betroffenen, die das wollen, in angemessener Weise eine spirituelle Hilfestellung geben, gerade wenn doch der Missbrauch Menschen ihre geistliche Heimat geraubt hat? In unseren Koordinationsstellen Intervention, Aufarbeitung und Prävention haben wir dazu unser Personal verstärkt und die Ressourcen nahezu verdoppelt. Dennoch bleiben die Aufgaben gewaltig. Wir haben unsere Meldewege klar und transparent beschrieben. Bis heute arbeiten wir daran, dass diese auch konsequent und richtig angewendet werden, was vor Ort immer wieder auch noch eine Herausforderung ist. Im Umgang mit Meldungen von jeglicher Form sexualisierter Gewalt ist kein Spielraum für Toleranz, auch wenn mancher uns deshalb Rigorismus vorwirft. Wir müssen trotzdem vorläufig aus präventiven Gesichtspunkten Maßnahmen ergreifen, ohne dabei die Unschuldsvermutung in Frage zu stellen. Wir erleben auch, dass dies nicht immer ausreichend differenziert wahrgenommen wird. Zugleich haben wir Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch wenn ihnen gegenüber ein Vorwurf geäußert wird. Und wir entwickeln Maßnahmen, mit denen wir auch dieser Situation gerecht werden. Die Studie zeigt uns die Notwendigkeit, diese Bemühungen auf allen Ebenen weiterzuführen. Das heißt, im Umgang mit Beschuldigten und Tätern werden wir noch mehr konzeptionell sichern, wie wir Verantwortungsträger in den Pfarreien und Einrichtungen, aber auch in anderen Diözesen, in Ordensgemeinschaften oder im Ausland in die Lage versetzen, beispielsweise die Kontrolle von Auflagen zu gewährleisten. Vor allem aber müssen wir mit den Gemeinden, mit den Gremien und Gruppen in unseren Pfarreien und Einrichtungen noch stärker ins Gespräch kommen. Aufarbeitung muss auch vor Ort möglich werden. Wir müssen eine Erinnerungskultur schaffen, die nicht überdeckt, sondern sichtbar macht, was Menschen an verschiedenen Orten und durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kirche erleiden mussten. Wir haben es an vielen Orten mit hochgradig irritierten Systemen zu tun, weil nach einem Missbrauch, der sehr lange zurückliegen kann, zwei Wahrheiten vorherrschen. Die von dem Missbrauch wissen, weil sie ihn selbst erlebt haben oder weil sie Zeuge oder Zeugin wurden. Und die sagen, das kann nicht sein, das kann und will ich mir nicht vorstellen.
Und das, was Herr Weber und Herr Baumeister in der Studie eindrucksvoll mit zahlreichen Zitaten aus ihren Gesprächen belegen, das erlebe ich auch heute noch. Es findet an manchen Orten immer noch eine unerträgliche Solidarisierung mit möglicherweise Beschuldigten und gegen möglicherweise Betroffene statt. Ja, wir müssen darüber reden, im Gespräch bleiben. Verantwortliche in den Pfarreien sprachfähig machen, denn Missbrauch hat eine zerstörerische Kraft. Und damit werden wir die Gemeinden nicht alleine lassen. Ich bin überzeugt, am Ende ist das Gespräch die wirksamste Prävention. Neben allen Maßnahmen, wie zum Beispiel die institutionellen Schutzkonzepte, die auf der Ebene unserer Pfarreien und Pastoralräume gerade erarbeitet werden. Wir müssen gerade dort noch mehr für die Sensibilisierung und die Auseinandersetzung mit dem Thema Missbrauch sorgen, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Orten, an denen Kirche handelt, sicher sind, damit sie Schutz und geistliche Heimat finden und ihr Vertrauen nicht enttäuscht wird. Eine Kultur der Achtsamkeit mit Blick auf die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer muss noch mehr zur unerlässlichen Voraussetzung unseres Handelns werden. Ein Anrufer bei unserer Hotline am letzten Wochenende hat angemerkt, Zitat, ich treffe in meiner Pfarrei auf allen Ebenen auf Verharmlosung und Leugnung. Ich wünsche mir, dass die Bistumsleitung alle Möglichkeiten ausschöpft, um auf die Pfarreien einzuwirken, offen mit dem Thema sexualisierte Gewalt umzugehen. Das muss an den untersten Ebenen ankommen. Soweit der Anrufer. Eine besonders deutliche Erkenntnis der Studie ist auch, wir müssen uns vor allem hinsichtlich der systemischen Beobachtungen und Ergebnisse in all den bisherigen Aufarbeitungsstudien noch viel mehr im überdiözesanen und gesellschaftlichen Dialog vernetzen. Diesen Anliegen sehe ich mich in gemeinsamer Verantwortung mit dem Generalvikar und dem Bischof verpflichtet. Und ich werde möglichst umfassend nicht nur unsere unabhängige Aufarbeitungskommission, sondern auch Betroffene von sexualisierter Gewalt in die Schritte unseres Handelns einbeziehen. Dafür stehe ich ein. Zum Schluss möchte ich Sie noch auf zwei Dinge hinweisen. Unsere Telefonhotline, an die sich Menschen mit ihren Fragen und Anliegen zur Studie wenden können, ist bis zum 17. März unter der Vorwahl Mainz 253-522 erreichbar. Bis zum 10. März von 8 bis 20 Uhr und in der Woche vom 11. bis zum 17. März von 10 bis 18 Uhr. Eine E-Mail in diesen Anliegen können Sie senden an kontakt@bistum-mainz.de. Außerdem werden Bischof Kohlgraf und ich noch in den kommenden Wochen an 5 Dialogveranstaltungen in den Regionen unseres Bistums zum Gespräch zur Verfügung stehen. Sie finden statt am 13. März in Offenbach, am 16. März hier in Mainz, am 23. März in einem Online-Format, am 24. März in Gießen und am 27. März in Bürstadt, jeweils um 19.30 Uhr. Anmelden können Sie sich dazu jeweils über unsere Homepage bistum-mainz.de gegen sexualisierte Gewalt. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Ried. Jetzt wollen wir mit unserer Fragerunde beginnen. Zwei Kollegen, die Frau Hoffmann und der Herr Matschak, bringen Ihnen ein Mikrofon, damit auch alle, die außerhalb dieses Raums sind, die Fragen verstehen. Und dann darf ich doch jetzt um Ihre Wortmeldung bitten und rufe Sie gerne dann nacheinander auf. Herr Frank vom Kölner Stadtanzeiger, bitte.
Ich habe zunächst eine Frage an Weihbischof Benz. Sie haben gesagt, ein Bild sei zerbrochen von Kardinal Lehmann. Wie ist das eigentlich mit Ihrem Selbstbild? Sie waren Privatsekretär Regens, Weihbischof unter Kardinal Lehmann. Das erinnert mich frappierend an die Karriere eines Kölner Kardinals. Der hat genau diese Wege durchlaufen und hat immer gesagt, er habe nichts mitbekommen. Sie haben jetzt als Generalvikar gesagt, neue Ära, andere Zäsur. Aber haben Sie auch nichts mitbekommen? Wie ist das in der Rückschau? Und Sie haben viele Fragen gestellt. Wie konnte das möglich sein? Welche Antworten haben Sie denn heute darauf? Die Frage geht vielleicht auch an den Bischof, weil das sind ja all die Fragen, die man tatsächlich stellen kann, wenn man auf Kardinal Lehmann guckt. Und jeder, der in Ihrer Generation Theologie studiert hat und groß geworden ist, wird ja auch auf die eine oder andere Weise theologisch von Kardinal Lehmann mitgeprägt worden sein. Ja, Herr Frank, das stimmt und das spüren Sie auch. Vielleicht haben Sie das gespürt, dass mich das wirklich auch innerlich umtreibt. Ja? Und das ist nicht etwas erst, seit ich jetzt am Freitag diese Studie gelesen habe, sondern weil ich ja auch über die Beschäftigung mit den Akten, die ich wirklich als Generalvikar das erste Mal gesehen habe, dann sich nach und nach ein Bild gezeichnet hat. Ich hatte mit Kardinal Lehmann als Regens seit 2010 immer wieder das Gespräch, meine Dienstgespräche gehabt und im Fokus standen die Themen der Prävention. Die Themen, was ist in der Priesterausbildung zu tun, wie können wir mithelfen, dass in der Ausbildung reife Persönlichkeiten, klare Identitäten der eigenen Sexualität, Fähigkeit von Nähe und Distanz und all diese Dinge, dass wir da entsprechende Ausbildungsmodule schaffen. Ich hatte dann in diesen Dienstgesprächen, dass wer Kardinal Lehmann kennt und weiß, war er nicht ein Typ, der in diesen Gesprächen dann sozusagen von eigenem Ringen oder so etwas gesprochen hat, sondern der seine Hinweise gegeben hat, was ihm wichtig ist, was ihm notwendig erscheint, der sehr viel Unterstützung gegeben hat, dass wir bestimmte Module machen und tun können. In dieser Hinsicht hatte ich eben auch dieses Bild, und das ist eine meiner Fragen, dass er das gut verstehen und nachvollziehen kann, was einem als Ausbilder umtreibt, damals als 2010 die ganzen Fälle aufgekommen sind und ich gefragt habe, wie konnte das sein, was ist, wie gehen wir damit um und. Und dass ich jetzt eben gleichzeitig aus Briefen, die in den Akten sind, die ich jetzt wahrnehme und aus Zeugnissen, die in der Studie zusammengestellt sind, dass ich eben, ich habe von diesem Graben gesprochen, von diesem Sprechen in den Gesprächen, in den Dienstgesprächen und von dem tatsächlichen Handeln, dass ich mit diesem Graben erst einmal auch für mich klarkommen muss. Für mich ist auch ein Bild zerbrochen. Als Bischofskaplan, ich war von 1998 bis 2002 Bischofskaplan bei ihm gewesen. Das ist die Endphase von Lehmann I nach der Studie. Da weiß ich aus den Auseinandersetzungen, wie sich dieser Fall, das konnte ich jetzt im Lesen, aus der Erinnerung hat sich das noch einmal geformt, wie sich dieser Fall, der als exemplarischer Fall auch dasteht, wie sich dieser eine Fall, der dann im Spiegel auch kommuniziert wurde, wie sich dieser Fall entwickelt hat. Wer die damalige Struktur auch des Bischofshauses, des Sekretariates, wie das funktionierte, kannte, der wusste, dass es da also klare Rollen gab. Es gibt an einer Stelle auch einen Hinweis in der Studie, dass der Bischofskaplan, und das ist in dieser Zeit, eine Absage an einen Gesprächswunsch für jemand Betroffenes formuliert hat. Der wusste, wie das war. Die Telefone und die Briefe und Mails hatten in der Hinsicht noch nicht die Bedeutung wie heute. Die sind in den Sekretariaten eingegangen. Es gab zwei Sekretärinnen, die wurden registriert in einem Postbuch. Und die Büroleiterin hatte diese gesamte Post gesammelt. Und Kardinal Lehmann war damals
unglaublich viel unterwegs. Ich war mit ihm viel unterwegs. Das war die Zeit der schwangeren Konfliktberatung. Wir waren ganz wenig im Büro über weite Strecken. Und ich weiß, dass es damals so war, dass man diese Briefe, diese Anfragen, Frau Hitzel gestapelt, in den Zwischenzeiten immer wieder mit dem Bischof besprochen hat. Und irgendwann kam sie dann in mein Büro und hat einen Stapel gehabt von Briefen, da sind Absagen zu schreiben, da gibt es eine Terminzusage oder da hatte der Kardinal dann eine Bemerkung drauf geschrieben, in diesem oder jenem Sinne antworten. Und meine Aufgabe als Bischofskaplan war es, neben der Liturgie und den Gottesdiensten eben diese Absagen oder Zusagen oder diese Korrespondenz dann umzusetzen, so wie es besprochen war. Es gab damals dann natürlich auch die Leitungskonferenz an den Dienstagmorgen. Und auch da weiß ich, dass der Kardinal immer mit einer dicken Mappe an Unterlagen in diese Konferenz kam und die Dinge verteilt hat. Und ich weiß, und damals war das auch ein Thema, dass die Protokolle dieser Konferenz, das ist eines der Organisationsmängel, von denen die Rede ist, nicht wirklich aussagekräftig, auch nicht nachvollziehbar waren, an wen ging das jetzt weiter, wer bearbeitet es weiter und wo ist die weitere Bearbeitung. Also das, was genannt wird, Verfahrensabläufe, Prozessabläufe, das war sehr rudimentär. Das war für uns auch eine Riesennot, weil wir immer davon ausgehen mussten, okay, das ist sozusagen dann weitergegeben in die Runde der Dezernentinnen und Dezernenten. Und vor allen Dingen eben dann rüber ins Generalvikariat. Und heute sehe ich, dass diese Akten eben ganz stark aus diesen Akten des Generalvikariats sich zusammensetzen. Ja. Man hat damals natürlich auch unterwegs diskutiert und ich habe Gespräche mitbekommen, aber wenn man Kardinal Lehmann kennt, dann hat er auch einen sehr engen Kreis gehabt an persönlichen Beziehungen, bei denen er dann wahrscheinlich auch sein persönliches Ringen und sein persönliches Fragen thematisiert hat. Wir hatten eine sehr herzliche Beziehung, aber ich war 3 Jahre frisch geweihter Priester, um die 30 herum. Für mich war der Kardinal damals auch in dieser engen Zusammenarbeit eine Autorität. Ja? Und das war natürlich auch ein Gefälle bei aller persönlichen und auch herzlichen und wie seine Art war, unmittelbaren Zugänglichkeit, wie er sich für einen interessiert hat und all das. Aber er war auch jemand, der, so habe ich ihn erlebt, dieses Ringen und Fragen nie in einem Kreis oder anscheinend in einem sehr engen Kreis zum Ausdruck gebracht hat. Das war auch bei einem Mittagessen oder wenn man im Auto unterwegs war, sehr stark von den organisatorischen, von den inhaltlichen Dingen geprägt. Und diese Erinnerungen, diese Bilder, auch diese emotionale Beziehung, die ist für mich nicht kaputt. Aber sie hat noch einmal im Bild gesprochen, jetzt diesen Riss. Und damit kann ich heute noch keine Antwort geben, denn das ist eine Frage einer Beziehung, wie ich mit einem Menschen, den ich im Herzen und im Kopf habe und in der Erinnerung habe und mit dem ich mich jetzt neu auseinandersetzen muss. Und deswegen sehe ich sehr vieles jetzt auch seit einiger Zeit sehr, sehr kritisch. Und wahrscheinlich ist das für mich auch der Moment, mit dem, was ich kennengelernt habe und was ich nicht in eins kriege, mit dem, was war, warum ich von Anfang an, seit 2017, in der Auseinandersetzung mit den ganzen Fällen gespürt habe, so geht's nicht, wie das bisher war. Der Generalvikar und ein Justiziar und sonst kriegt's niemand mit. Ich glaube, es gibt viele Zeugnisse in unserem Ordinariat, und davon ist auch die Studie, kann man einzelne Zeugnisse nachlesen. Und das meinte ich vorhin mit diesem engen Entscheidungszirkel, dieses exklusiv Verborgene,
Das ist etwas, was mir von Anfang an ganz schwierig erschien, weil ich mich darin auch in einer Verantwortungsübernahme, ich kann doch nur dann Verantwortung richtig wahrnehmen, wenn ich auch sicher in dieser Verantwortung stehe. Und deswegen ist die Expertise von außen das Erste gewesen. In den ersten Monaten, Professor Van der Broek, der Justiziar, kann das bestätigen, saßen wir zusammen, beide neu, beide unerfahren, beide konfrontiert und wir haben gesagt, so geht's nicht. Das geht so nicht. Es muss anders sein. Und haben dann diesen Beraterstab aktiv immer eingebunden in allen Schritten, damit wir keine Fehler machen. Und genau dieses Dokumentieren, Festhalten, Teilen, gemeinsam beraten, gemeinsam entscheiden, das ist genau das, was ich als das entscheidende organisatorische, aber das hat mehr zu tun wie mit Organisation, inneren Haltungen, was ich erlebt habe als größtes Defizit, warum so viel Leid auch so geschah und wie damit umgegangen ist. War jetzt eine Innenschau, aber es ist notwendig, auch für mich zu zeigen, was in diesen Tagen mit mir geschieht. Die Frage hatte sich ja auch an Sie gerichtet, Herr Bischof Kohlgraf. Natürlich habe ich als ehemaliger Kölner, das wissen Sie, habe ich nicht diese lange Geschichte mit Kardinal Lehmann und bin dennoch jetzt über 10 Jahre bereits in Mainz, 5 Jahre als Professor, jetzt im 6. Jahr als Bischof. Ich weiß wohl, dass Lehmann nicht ganz unschuldig war daran, dass ich dann hier als Professor auch hingekommen bin. Das war ihm offenbar wichtig. Sie haben nach der theologischen Prägung gefragt. Da ich in 2 Fächern unterwegs war, also als Doktorand in der alten Kirchengeschichte und später in der Pastoraltheologie, gab es da auch theologisch nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte. Das muss man einfach sagen, weil Lehmann sich eher in der Dogmatik, in der Philosophie bewegte. Die wenigen Begegnungen mit ihm waren eher akademischer Natur. Wir haben uns akademisch ausgetauscht, aber über Bistumsführung, Bistumsleitung und schon gar nicht über das Thema sexualisierte Gewalt hatte ich mit ihm irgendwo einen Gesprächsaustausch. Ich habe dann 2017 die Verantwortung für dieses Bistum übernommen und das wäre jetzt auch so das, was mich bewegt, ist zu meiner Verantwortung, zu unserer Verantwortung gehört jetzt eben auch, sich dieser anderen Seite der Vorgänger auszusetzen. Also Kardinal Volk erfreut sich auch noch bei vielen älteren Menschen großer Beliebtheit, das darf man auch nicht. Wir sind jetzt sehr fokussiert auf Kardinal Lehmann, aber auch Kardinal Volk hat eine hohe Reputation und Anerkennung in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite sage ich mir, es ist natürlich auch ein Bild in der Bevölkerung der Stadt Mainz vielleicht vor allen Dingen, dieses humorvollen, gütigen, menschenzugewandten Bischofs. Aber er war einfach auch lange, er war 33 Jahre Bischof, er war lange Jahre Vorsitzender der Bischofskonferenz und nur mit Liebsein, glaube ich, kann man solche Ämter auch nicht ausüben. Also ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr einseitiges Bild, was da in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde. Dankeschön. Ich habe eine Meldung von Frau Schneider vom SWR, bitte. Frau Witt, Sie haben gesagt, Sie wollen mit Betroffenen in einem zuverlässigen Kontakt bleiben. Es wurden bereits von Seiten der Betroffenen auch Forderungen nach einer angemessenen Entschädigung laut. Gibt es diesbezüglich schon Überlegungen des Bistums? Die Frage der angemessenen Entschädigung ist nicht so leicht und einseitig zu beantworten, weil Entschädigung für betroffene Menschen, das weiß ich aus den Gesprächen mit betroffenen Menschen, unter Entschädigung ganz Unterschiedliches und Verschiedenes verstehen. Wir haben einmal die Situation, dass wir mit dem System der Anerkennungsleistungen versucht haben, einen Schwerpunkt oder ein Standbein dieser möglichen Entschädigungen auch konzeptionell und strukturell festzuschreiben und zu verankern. Wir, bei uns im Bistum ist es schon seit langem
gehört es zu unserem Umgang mit diesen Fragen und auch zu unserem Umgang mit Betroffenen, dass wir bemüht sind, darum mit Betroffenen nochmal auch individuelle Möglichkeiten zu finden. Dazu gehört, dass wir in teilweise sehr ausführlichem Maß zum Beispiel auch Therapieleistungen übernehmen, die wir zusätzlich ohne eine Rechtsgrundlage oder irgendwelchen weiteren Dingen, die uns dazu verpflichten würden, die wir übernehmen. Das heißt, wir schauen mit Betroffenen ganz individuell, was kann das sein, was Betroffenen dazu verhilft, in ihrem Leben mit diesem, was sie erlebt haben, aufzuarbeiten. In dem Wissen darum, dass uns dass eine Befriedung in den allermeisten Fällen überhaupt nicht möglich ist. Dankeschön. Herr Bauer von der DPA hier vorne, bitte. Herr Kohlgraf, Sie haben vorhin zu Recht gesagt, dass wir uns jetzt heute sehr auf die Person von Herrn Lehmann fokussiert haben. Aber es gibt ja auch Kardinal Volk, der in der laut Studie, wo sogar der Schwerpunkt der Taten war. Jetzt gibt es hier im Erbacher Hof einen Kardinal Volksaal. Es gibt im Bistum, so viel ich weiß, also in seinem Geburtsort Steinheim, in Hanau-Steinheim, gibt es ein Kardinal-Volkhaus und auch anderswo im Bistum gibt es Kardinal-Volkhäuser. Ist das jetzt, nachdem man die Studie gelesen hat, wäre das ein Anlass, über eine Umbenennung nachzudenken? Es gibt auch einen Bischof-Storhaus in Mainz. Also insofern betrifft es jetzt auch die Vorgänger noch. Es wurde in beiden Statements über eine angemessene Erinnerungskultur und Gedenkkultur gesprochen. Ich glaube, das wird Thema sein, auch in der Aufarbeitungskommission, sich dieser Frage zu stellen. Ich glaube, dass eine, wie man es in der Antike gemacht hat, eine Damnatio Memoriae, also sozusagen das Erinnern an Personen sozusagen aus der Geschichte wegzustreichen, das ist jetzt meine ganz sehr persönliche Meinung, dass das nicht sehr erfolgreich war. Denn ich dachte die Tage noch darüber nach, weil ich natürlich geahnt habe, dass auch so eine Frage kommt und solche Themen natürlich auch im Raum sind. Also der Pharao in Ägypten, den man aus der Erinnerung streichen wollte, über den reden wir heute am häufigsten, nämlich Echnaton. Also insofern würde ich mal sagen, ich glaube, wir müssen eine Erinnerungskultur gestalten, die zukunftsweisend ist, die nicht einfach meint, wir hätten Probleme gelöst, indem wir Erinnerungen vom Tisch wischen, sondern indem wir sozusagen Persönlichkeiten also aus der Erfahrung mit Persönlichkeiten aus der Vergangenheit System und eine Kultur des Miteinanders in einer Diözese gestalten, wo wir sagen, wir lernen auch, so schmerzlich das ist, von diesen dunklen Seiten. Was das dann für Benennung von Räumen und so weiter bedeutet, ich glaube, das ist dann ein weiterer Schritt, aber den werde ich sicherlich nicht alleine entscheiden. Dankeschön. Herr Herold aus der Aufarbeitungskommission hat eine Frage. Ja, die Studie ist das Beste, was ich in dem Kontext in Deutschland bis jetzt gelesen habe. Und Weber und Baumeister haben da hervorragende Arbeit geleistet. Dennoch ist das Ergebnis erschreckend. Als ich es gelesen habe, sage ich, es tut weh. Der Schmerz, das Entsetzen, die Wut haben mich wieder überrollt. Missbrauch ist nichts, was sich erhellen lässt. Für uns Betroffene ist es Teil unseres Lebens, für den Rest unseres Lebens. Aber die Studie lässt auch Fragen offen. Was ist geschehen? Ich sehe eine große Schwäche der Studie darin, dass sie auf dem aufbaut, was im Bistum, nicht vom Bistum, sondern im Bistum zur Verfügung gestellt wurde oder was Weber und Baumeister gefunden haben. Es war sicherlich nicht die Aufgabe von Weber und Baumeister, außerhalb zu suchen und Betroffene irgendwie zu finden und Opfer. Daher gehe ich aber davon aus, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Diese haben beide ja auch mehrfach erwähnt in der Studie. Ein Beispiel in dem Tatvorgang, bei dem ich Betroffener geworden bin, der ja sehr ausführlich beschrieben wurde, wurde nur 7 Betroffene benannt. Ich bin mir sicher, dass es mindestens die 3-fache Anzahl von Betroffenen gibt, wenn nicht sogar die 5- oder 6-fache Anzahl von Jugendlichen betroffen waren. Meine Frage an Sie, Herr Kohlgraf, was werden Sie tun, um das Dunkelfeld aktiv zu erhellen? Ein zweiterer Punkt ist, wie konnte es geschehen? Der Herr Frank hat es eben auch schon mal gesprochen, auch da Dank an Weber und Baumeister für die Arbeit und die Aufklärung. Jedoch springt mir hier die Studie zu kurz. Es wurden die Bischöfe und die Generalvikare und vielleicht noch ein Justiziar benannt und ihres Wirken und namentlich genannt, aber dann? Wir haben eben
ja schon Äußerungen gehört. Lehmann konnte nicht nur mit Unterstützung von Mitarbeitern in Leitungsfunktionen des Bistums überhaupt so agieren. Ich selbst habe ja auch mit ihm gesprochen. Giebelmann hat gesagt, dass Lehmann alles wusste. Auch was sonst passiert ist. So sicher auch die Führungskräfte in dem Umfeld. Deren Rolle und Verantwortung wurden eben bis dato nicht aufgearbeitet. Aus meiner Sicht und beleuchtet. Noch heute sitzen einige Herren in leitenden Funktionen des Bistums. Siehe das Podium. Meine Frage hier an Sie, Herr Kohlgraf, was werden Sie tun, um deren Mitwirken beim Abwehren, Vertuschen und Täuschen zu untersuchen? Ein dritter Punkt ist tatsächlich der Umgang mit Betroffenen, individuelle Bewältigung, wie die Frau Schneider schon sagte. Da sagte Baumeister, die individuelle Bewältigung zu unterstützen und nicht mit pauschalen Antworten zu kommen. Sagt der Referent, sagen wir alle. Die Empfehlungen von Baumeister und Weber sind Hilfe bei der spirituellen Aufarbeitung der Missbrauchserfahrung, eine Weiterentwicklung der zu großen Teilen bereits bestehenden Hilfsangebote sowie eine Lebensbegleitung für Betroffene. Alle drei Empfehlungen sind gut. Der Haken ist, sind das Angebote vom Bistum? Ganz ehrlich, ich möchte als Betroffene nicht in die Hände der Institution mich geben, die die Taten ermöglicht hat und Täter in der aufgeführten Art und Weise geschützt hat. Auch möchte ich meine Bedarfe nicht mehr mit dieser Institution diskutieren und womöglich noch weiterhin nachweisen müssen, dass ich Unterstützung tatsächlich benötige, so wie das der heutige Justiziar noch nur 2019 von mir verlangt hat. Die Betroffenen sollten in die Lage versetzt werden, sich die Hilfen und Lebensbegleitung suchen zu können, und zwar selbst. Und da bin ich ganz pragmatisch. Das Bistum Mainz ist für einen Laien unglaublich reich. Es verfügt über mehr als 1 Milliarde liquide Mittel, soweit ich das in der Bilanz richtig lesen konnte. Das sind mehr als 1.000 mal 1 Million Euro. Herr Kohlgraf, zeigen Sie Mut und Größe. Zahlen Sie jedem Betroffenen einen hohen 6-stelligen Betrag, damit die Betroffenen selbst die lebenslange Begleitung suchen und das, was sie benötigen, selbst finden können. Herr Kohlgraf, das haben Sie aus meiner Sicht in der Hand. Ich danke Ihnen. Herr Herold, vielen Dank für die Fragen. Also in dem Thema des Dunkelfelds gebe ich Ihnen völlig recht. Ich glaube, das war auch schon bei der MHG-Studie ein sehr ernstzunehmender Hinweis, dass, und es war ja auch ein Versuch dieser Studie, dieser EVV-Studie, das Dunkelfeld zu erhellen. Herr Weber hat sehr kritisch angemerkt, die Rückläufe, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich glaube, das ist eines der großen Fragen, wie kommen wir nochmal mit Menschen ins Gespräch als Kirche, die sich jetzt eben nicht melden aus unterschiedlichsten Gründen. Das kann Scham sein, das kann auch sein, was Sie benennen. Ich will mit dieser Institution eigentlich auch nichts mehr zu tun haben. Ich will mich auch nicht mehr rechtfertigen für irgendeinen Bischof oder irgendeiner Beauftragten oder irgendeinem. Also das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Vielleicht auch einfach die Hoffnungslosigkeit, da passiert eh nichts. Ich kann nur vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, die Möglichkeit, sich zu melden, bleibt. Und wir sind jetzt medial, also wirklich diese Einladung, das zu machen. Wir werden diese Möglichkeit, sich zu melden, nicht beenden, sondern das geht weiter. Ich glaube, das wird ein Thema in unserer Aufarbeitungskommission sein. Wie können wir, das kann ich ja auch als Bischof nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe an manchen Stellen, es gab dieses eine Gespräch, was auch in der Studie thematisiert wird, wo Betroffene fast, also das hat mich fast ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das hat mich fast beschämt, dass Betroffene für mich Partei ergreifen nach einem katastrophalen Gespräch in einer Gemeinde, wo die sagen, da haben auch andere den Bischof ins offene Messer laufen lassen. Und das war damals meine Botschaft, da war ich noch relativ neu im Dienst. Ich brauche die Hilfe, ich kann das nicht allein. Es geht nicht. Ich kann doch kein Dunkelfeld erhellen. Wie soll ich das denn machen? Und das braucht ein Miteinander, das braucht eine Kultur des Vertrauens, zumindest des Vertrauens, dass, wenn jemand sich meldet, dass er sicher sein kann, ja, mit mir wird anständig umgegangen. Und ich bin da nicht wieder nur der Bittsteller, sondern ich bin jemand, der auch einen Anspruch hat. Sie haben eine vielleicht eine Schwäche benannt, die auch andere wahrnehmen, dass eine bestimmte hohe Ebene benannt wird, dann geht es in die Gemeinden und in die Familien. Ich glaube, dass wir uns genau anschauen müssen, wenn es irgendwo in Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterkreisen kirchenrechtlich und strafrechtliche
relevante Versäumnisse gibt, dass wir uns dem auch noch mal sehr genau stellen. Aber das ist jetzt einfach, dafür sind die 5 Tage jetzt zu kurz, um da jetzt wirklich sagen zu können, da geht jetzt sozusagen der Stachel rein. Aber das wird ein Thema sein, was uns sicherlich auch intern eventuell auch in der Aufarbeitungskommission beschäftigen wird. Ich will jetzt nicht alles an die Aufarbeitungskommission, aber genau das ist ja die Kultur, von der wir reden, dass ich jetzt nicht nach Hause gehe und als Bischof mich dahinsetze und sage, ich entwickle jetzt ein Konzept für was weiß ich was, sondern das geht dann wirklich nur gemeinsam, weil das auch meine also da komme ich auch an meine persönlichen Grenzen, da gute Ideen zu entwickeln. Da braucht es, glaube ich, viele Menschen, die da mitmachen. Ja, spirituelle Begleitung, spirituelle Aufarbeitung, Lebensbegleitung. Frau Ried hat auf die Therapiekosten hingewiesen. Sie haben nochmal eine Forderung, sage ich es jetzt mal, oder Idee in den Raum gestellt, einer pauschalen Geldzahlung. Das ist natürlich etwas, wir sind, und ich glaube, das ist auch irgendwo auch eine Chance bei aller Begrenzung. Ich sehe auch die Kritik etwa an der Regelung in der Bischofskonferenz, an diesem gemeinsamen System von Anerkennungsleistungen über diese unabhängigen Kommissionen. Ich war ja auch mit einigen im Gespräch Betroffenen und ich sage dann auch, also so ein Geldbetrag, irgendwo geht's nicht. Ja, also da sind wir völlig, völlig eins. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es jetzt gut ist, dass wir als Bistum auch in so einem Gesamtsystem bleiben und dieses Gesamtsystem nicht sprengen. Sonst fangen wir wieder bei Adam und Eva an. Und es betrifft ja im Letzten auch andere Institutionen, die vor ähnlichen Fragen stehen. Ich glaube, auch das wird nochmal ein Thema sein. Also ich glaube auch, das ist meine persönliche Überzeugung, dass eine Pauschale, egal wie hoch die ist, eine Pauschale nicht wirklich Gerechtigkeit herstellt, weil das unserem Rechtssystem in Deutschland auch nicht entspricht. Und auch das bringt ja die Studie, damit will ich nichts relativieren, das sage ich auch sehr deutlich. Aber dass wir wirklich Verbrechen und Fälle, Menschen mit Menschen zu tun haben, wo es wie in unserem Rechtssystem eben auch unterschiedliche Rechtssprüche und Rechtsgutachten gibt, sehr unterschiedliches Leid erfahren haben. Ob ich das mit einer Pauschale wirklich zufriedenstellen kann, da habe ich meine großen Anfragen. Deswegen bei aller Kritik auch am bischöflichen System dieser unabhängigen Kommissionen. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir deutschlandweit jetzt in allen Diözesen eine einheitliche Regelung haben, dass ein Betroffener im Bistum Mainz nicht anders behandelt wird als im Bistum Regensburg oder Görlitz oder Berlin. Darüber kann man sich jetzt lange streiten. Wir sind auch in der Bischofskonferenz auch da nochmal wirklich kräftig in die Diskussion gekommen, sind aber auch entschieden, bei dem jetzt einmal beschlossenen System zu bleiben, bei aller Kritik, die auch da ist. Wir müssen dann, glaube ich, das wird auch ein Thema unserer Aufarbeitung im Bistum sein, wie kann man individuellen Bedarfen wirklich gerecht werden. Und diese Milliardenbeträge, das sind ja jetzt keine flüssigen Gelder, die jetzt irgendwo auf dem Sparbuch liegen, das muss man auch mal sagen. Ja, klar. Ja, ja. Möchten Sie noch ergänzen, Frau Ried, Herr Weihbischof? Ich möchte kurz ergänzen zur Frage nach dem Dunkelfeld. Ja, vollkommen richtig. Und das hat ja auch Weber selbstkritisch benannt. Ich möchte einfach nur sagen, es passiert gerade. Dunkelfeld erhellt sich gerade. Wir haben in den letzten Tagen Meldungen erhalten von Menschen, die jetzt durch die Studie den Mut gefasst haben, jetzt melde ich mich, jetzt sage ich was. Deswegen sitzt auch unsere Interventionsbeauftragte heute nicht hier, weil sie gerade arbeitet. Ja, also einfach nur, um deutlich zu machen, wir arbeiten auch, ja. Aber einfach, um deutlich zu machen, das ist ein ganz dringender Prozess, der muss weitergehen. Wir sind nicht fertig. Wollte ich noch ergänzen an der Stelle. Dankeschön. Herr Rink von der Allgemeinen Zeitung. Dankeschön. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Benz, weil ich jetzt relativ lange über Ihre ausführliche Antwort an den Kollegen nachgedacht habe. Da noch mal vielen Dank für den Blick ins Innenleben. Ich habe es versucht, so runter zu kristallisieren, was die Kernaussage war, weil auch Bischof Kohlgraf ja davon gesprochen hat, auch in seinem Eingangsstatement, dass es ein systemisches Versagen war. Jetzt sind Sie ja schon eine ganze Weile Teil des Systems des Bistums und sind ja dann doch auch
vielleicht nicht im kompletten Inner Circle damals gewesen, aber schon näher dran als manch andere. Habe ich das richtig rausgehört? Sie haben was geahnt, aber nichts gewusst, und verstehen Sie aber den Eindruck, der aufkommen kann, dass bei dieser schieren Zahl an Fällen, das zwar mit der Verschwiegenheit von Herrn Lehmann und, wie Sie immer wieder betont haben, dem inneren Ringen mit ihm zu erklären ist, aber dass da wirklich das nur zwei Leute miteinander besprochen haben und das nicht mehr die Runde gemacht hat, kann ich mir jetzt persönlich immer noch nicht so ganz vorstellen. Und daran anknüpfend eine Frage an Herrn Kohlgraf. Bleibt Ihnen überlassen, wie genau Sie darauf antworten möchten. Herr Benz ist ja quasi so mit Ihr Vertrauter oder Ihr engster Mitarbeiter. Gab es auch ein Gespräch zwischen Ihnen beiden zu dieser Phase, wo Sie ihn vielleicht ganz offen gefragt haben, Herr Benz oder Udo, Markus, wie war es denn jetzt damals? Und gib mir mal eine ganz ehrliche Antwort, weil da spielt ja auch Vertrauen eine große Rolle, auch in der zukünftigen Arbeit zwischen Ihnen beiden. Also nochmal, wir müssen genau das ganze System angucken. Ja. Es gibt eine Dezernentenkonferenz, und was ist in dieser Dezernentenkonferenz passiert? Ja. Die Protokolle, die wir aus dieser Dezernentenkonferenz haben, da war ich nicht dabei. Ich bin das erste Mal in einer Dezernentenkonferenz dazugekommen, 2015 nach meiner Weihe als Weihbischof. Und ab 2016 war dann die Zeit des Diözesanadministrators. Und in dieser Zeit, also diese 1,5 Jahre in der Dezernentenkonferenz, war für mich sehr deutlich, dass, es gibt ja auch eine Aussage in der Studie dazu, dass wir bestimmte Themen abgehandelt haben, aber Personal ja, irgendwie immer Thema Personalchef und Generalvikar waren. Auch in einer Personalkommission des Priesterrates oder bei einem Priesterrat wurde erwähnt, das oder jenes ist geschehen. Aber das ist ja dieses neue Bild, diese internen Kommunikationen, mit wem wurde darüber gesprochen? Das ist ein Hin und Her zwischen Personalchef und Generalvikar und Kardinal. Ja? Und das beschreibt Weber ja auch, dass es keine Aktenführung in der Hinsicht, keine konsistente Aktenführung gab, sondern er eigentlich sozusagen das Glück hatte, aus verschiedenen Teilen etwas zusammenzusetzen, zeigt dieses zersplitterte Wissen. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich so eine Frage nach einem System, das kennen wir in anderen Zusammenhängen ja auch, welche Rolle nicht nur im Blick auf Verantwortung, sondern auf Mitwissen, ohne dass man Einfluss hat, haben zum Beispiel Sekretärinnen, ja, über Mail-Eingang, über Briefe, über irgendetwas. Welche Möglichkeiten, was nimmt man da wahr? Ja? Und dann nehme ich wahr, dass es sehr stark von den Persönlichkeiten auch abhängt, auch unseren Leitungspersönlichkeiten, wie kommunikativ, ich habe das vorhin genannt, wie kommunikativ sind die tatsächlich? Also was wird wirklich mitgeteilt? Und wenn es setzt voraus, dass jemand bereit ist, mitzuteilen, bereit ist, darüber zu gehen. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich wurde in der Anfang der Generalvikarszeit, als es um eine bestimmte Personalie, das ging gar nicht um Missbrauch, um eine andere Personalie, kam eine Diskussion auf, wo kann dieses Thema diskutiert werden? Kann das in der Leitungskonferenz diskutiert werden? Ist das nicht indiskret? Schützt das die Personenrechte? Wie gehen wir damit um? Ja? Bei dem ich dann, da sitzt Leitungskonferenz, auch sehr deutlich gesagt habe, wir tragen Verantwortung gemeinsam. Und diese Dinge müssen hier gemeinsam angeguckt werden. Und wir haben alle die gleiche Verpflichtung zu einem personenschützenden Verhalten nach außen hin, um Persönlichkeitsrechte zu schützen. Aber eben nicht dieses komplett, dieser exklusive Zirkel, ich nehme mir als Generalvikar für diesen Fall den Personalchef, für einen anderen Fall, das mache ich nur mit dem Justiziar, und in einem dritten Fall nehme ich vielleicht die Caritas-Direktorin dazu, oder, das erkennen Sie die Zusammenhänge. Es braucht die Bereitschaft der Verantwortungsträger zu sagen, wir gehen in die Kommunikation miteinander. Und das war für mich eines der großen Defizite, dass viel geredet wurde, dass viele Themen da waren, aber anscheinend die Kernpunkte nicht. Ja?
Und dann jetzt auch zu sehen, aus dem, was zusammengestellt ist, also ich kenne ja auch nicht alle Akten, die da zerstreut sind. Ja? Diese Zusammenschau, das ist die Stärke der Studie. Zu erkennen, wo, wie Splitter sind und diese Splitter jetzt dokumentiert zu sehen, das ist die neue Wirklichkeit, mit der wir umgehen müssen. Herr Rink, ja, also natürlich habe ich mit dem Weihbischof über so eine Frage gesprochen, was seine persönliche Geschichte angeht. Und ich glaube ihm, weil wenn dieses Vertrauen nicht da wäre, dann wären wir wieder im falschen System. Dann würde er Ihnen heute etwas anderes verkaufen, als er mir verkauft hat, oder ich würde Ihnen etwas anderes verkaufen. Und dann wären wir wieder in einem systemischen Versagen. Also insofern, glaube ich, muss ich einfach deutlich sagen, ja, wir haben seit 2017 wirklich nicht nur diese Baustelle, wir haben Baustellen im Bistum angepackt und wir machen es gemeinsam. Dieses systemische Führungsversagen, was jetzt in dieser sehr schlimmen Frage ja aufkommt, ist ja auch in anderen Themen des Bistums deutlich wahrnehmbar. Das darf man auch mal deutlich sagen. Und wir haben uns diesen Themen gestellt und wir haben beide diesen Auftrag, diese Themen gemeinsam zu beackern. Das tun wir, glaube ich, ja nicht immer zur Freude aller, aber doch, denke ich, mit dem Versuch einer wirklich klaren Transparenz und auch einer Verlässlichkeit. Frau Lehnen von der Kirchenzeitung Glaube und Leben, bitte. Ich möchte doch noch mal nachfragen, gerne nach diesen Stichworten verborgenes Wissen, gehobenes Wissen. Ich sehe ein System in der Studie auch dargelegt, das schon deutlich macht, dass es sehr viel Wissensträger gab. Es wird über die Gemeinden im Moment viel geredet, wobei meiner Ansicht natürlich auch ist, die Gemeinden sind ein System mit dem Pfarrer als Zentrum. Es ist die Frage nach der Mitverantwortung des Klerus und es ist da sehr viel Wissen gewesen, da bin ich sicher und das weist die Studie auch nach. Wo ich sage, diese Rede vom verborgenen und gehobenen Wissen, weiß ich nicht, ob die zutrifft, weil wir haben doch vieles gewusst. Und ich kann als Teil dieser Kirche und als Mitarbeiterin von Glaube und Leben natürlich auch sagen, dass wir ein Teil irgendwie von dem System Lehmann waren. Wir haben aber natürlich weniger gewusst als andere. Es gibt ja einfach konzentrische Kreise von Leuten, die Sachen gewusst haben. Und das interessiert mich jetzt. Das ist ja die eigentliche Verantwortung der Kirche. Ein Neuanfang kann doch nur damit beginnen, dass ich da auch einfach eingestehe, das ist falsch gewesen, das war falsch. Und da möchte ich einfach noch mal nachfragen, wie man jetzt mit diesem Versagen auch persönlich und auch, als Christ umgeht. Herr Weihbischof, wenn Sie. Das verborgene Wissen ist ja Wissen, da haben Sie vollkommen recht. Es wurde viel gewusst, aber es wurde verborgen gewusst. Und was heißt verborgen? Weil man nicht miteinander darüber gesprochen hat, sondern weil Wissensträger für sich allein gelassen wurden und allein geblieben sind oder schweigen mussten und nichts sagen durften. Das verborgene Wissen liegt darin, dass es gehoben wird, indem jetzt diese einzelnen Stücke durch die Studie zusammengefügt wurden. Das ist das eigentliche Heben von Wissen. Das verborgene Wissen, das gehoben wurde, ist auch, dass in dieser Studie Betroffene bisher das erste Mal sprechen, das noch nicht in Akten oder irgendwo dokumentiert ist. Ja. Und das verborgene Wissen, das ist auch in der Studie deutlich, ist, dass Weber Gespräche auch mit den Beiständern, den Wissensträgern in der Verwaltung, also es sind ja auch noch andere Gesprächsprotokolle, nicht nur von Betroffenen, mit hineingenommen. Ja. Und ich kann, und Frau Ried hat eine ähnliche Erfahrung gemacht, ich habe das an einer anderen Stelle schon mal gesprochen, für mich war einer der eindrücklichsten Abende, als ich in eine Gemeinde gerufen wurde, um über einen früheren
Fall ins Gespräch zu kommen. Und ich bin mit einer wahnsinnig dünnen Akte dahin gefahren, ja, und konnte gar nicht viel sagen. Und es hat 2-3 Stunden gedauert, ja, bis deutlich wurde, was da ist. Und was für mich das Erstaunlichste war, in diesem Raum waren plötzlich viele, die wirklich sehr konkret etwas wussten, aber die nichts wussten voneinander, dass der andere, die andere das wusste. Und auch da haben wir wieder das Gleiche, das Zusammensetzen dieses vereinzelten, alleine gelassenen, verborgenen Wissens, das zusammenzutragen und zu heben. Das ist eigentlich das, was Aufarbeitung heißt, was notwendig ist und was sich entwickeln muss. Aber ich würde auch hier gerne ergänzen, es ist auch eine Frage der Verantwortung, die ich bereit bin zu übernehmen für das, was ich an Wissen erlange. Und da haben wir in der Vergangenheit, aber auch heute noch, immer wieder die Schwierigkeit, dass Menschen etwas wissen, etwas wahrnehmen, aber das gar nicht für sich in Anspruch nehmen, darüber irgendjemanden zu informieren, weil sie für sich feststellen, naja, da kümmert sich wohl jemand anderer drum. Ja? Also es wird sich schon jemand kümmern. Also so an bestimmten Stellen aktiv zu sagen, nein, das sind wir alle. An der jeweiligen Stelle, wo wir sind, müssen wir Verantwortung übernehmen, damit so etwas nicht mehr passieren kann. Da brauchen wir alle, da brauchen wir nicht nur wenige Verantwortungsträger. Da hilft es uns nichts, wenn wir nur auf die Kleriker schauen, da hilft es uns nichts, wenn wir nur auf die Leitungen schauen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, die sprachfähig werden, die wirklich also in dieser Kultur der Achtsamkeit wahrnehmen, oh, da geht gerade was schief und ich muss das irgendwo ins Wort bringen, ohne zu verleumden, aber und das hat in der Vergangenheit nicht stattgefunden, nicht ausreichend. Also ich will es nicht auf die Verantwortung nur von Einzelnen oder von einem Gemeindesystem abschieben. Aber genau das ist ja der systemische Ansatz, dass es nicht das Eindimensionale